verzehrt. Hier meldet sich das Kickersstadion Biberer Berg. Offcast, der Kickers Offenbach Fan Podcast. Kickers sind wir. Und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit beim Offcast, dem Fan Podcast von Kickers Offenbach. Ich bin wie immer der Marco. Gegenüber sitzt immer noch der Mirko. Hallo. Und wir haben ja jetzt gerade eben in der Pause kurz darüber gesprochen. Was man sich so wünschen könnte von der Fanszene und was so ein Konsens war in unserem Podcast, da möchte ich jetzt gerade mal so ein bisschen mit reingehen. Egal, mit wem ich gesprochen habe, es kam immer so die Idee darauf, in unseren Gesprächen im Podcast, dass es vielleicht einen Verband geben könnte, der über den Fans steht. Also sprich eine Vereinigung, die alle unter einen Hut bringt. Glaubst du, das ist etwas, was uns in Offenbach guttun würde oder was uns fehlt? Was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, das ist ja nichts Neues. Wir hatten das ja in unserer Geschichte schon des Öfteren. Es hat, glaube ich, mal angefangen mit dem OSC, der gegründet worden ist von einem ganz, ganz lieben Menschen, Michael Basler. Gott hab ihm selig. War auch Peter Rotschalk mit involviert, wo wir dann irgendwie versucht hatten oder sie versucht hatten, diese komplette Fanszene irgendwie unter einen Hut zu bekommen, damit man so einen Ansprechpartner hat oder alle anderen Fanclubs einen Ansprechpartner haben, wie man das vielleicht alles so organisieren kann. Ne? Siehe Choreos, siehe Stimmung, dass man vielleicht mal sich am Wochenenden trifft, um vielleicht neue Lieder zu kombinieren oder auf dem Bau von Doppelhaltern oder Fahnen oder einfach nur Ansprechpartner. Eine Organisation von Bussen oder Sonderzügen. Ja, aber irgendwie glaube ich, ist es ziemlich schwierig, eine große Anzahl an Fanclubs, die natürlich alle denselben Weg gehen wollen, also den Weg des OFCs, aber der ein oder andere doch anders der denkt, anders der fühlt, anders der sieht. Und wenn das bei 50 Fanclubs, 50 verschiedene Meinungen sind, ist es, glaube ich, immer schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Also irgendwie ist das dann verlaufen oder ist sehr ruhig drum geworden um den OSC. Dann hat sich dann so diese Szene Offenbach gebildet, wo, glaube ich, sehr gute Leute mit dabei sind. Aber wie man mit der Zeit halt auch merkt, sind das auch wieder nur die Leute, die sich auch gern miteinander rumsuhlen. Ne? Also es ist nicht alles, was unter diesen Szene Offenbach sich verbindet. Es waren schon einige Fanclubs und sehr viele Fans, aber so als Dachverband für alle gesehen ist es auch das nicht. Und ich glaube, dass das echt schwer ist in Offenbach. Oder ich glaube, dass das nicht nur ein Offenbacher Problem ist. Ne? Es gibt bestimmt Ausnahmen in Vereinen, wo es das gibt und wo das vielleicht auch alles geregelt ist. Aber in Offenbach funktioniert das, glaube ich, irgendwie weniger. Meinst du, wir müssen, wir könnten sowas gebrauchen? Unabhängig, ob es klappt oder nicht? Also für mich nicht. Aber vielleicht für andere. Ja gut, aber du hast ja eine Sonderstellung, du bist ja so die Ikone vom Biberer. Ja, deshalb, ich bin meine eigene Institution. Ja. Ja. Also ich bräuchte jetzt keinen Ansprechpartner. Ne? Klar. Du kennst mit dieser ganzen langen Erfahrung und Lebensweise, die du mit dem OFC gehabt hast, hast du so viele Leute kennengelernt. Also wenn du irgendwas wissen willst oder Karten brauchst oder Plätze brauchst oder wo kann ich in den Bus einsteigen oder wann fährt der Sonderzug oder was für eine Choreo oder was für eine Stimmung oder was für ein Lied oder wie auch immer, du kriegst es immer als erstes mit irgendwie. Das stimmt. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir, ich meine, der Nachwuchs kommt, die jungen Leute kommen. Jetzt musst du dich dann irgendwann entscheiden, möchtest du eher in Richtung Kollektiv gehen, also dieses Ultranah? Möchtest du, bist du eher, ich sag mal, erlebnisorientiert oder bist du der normale Fan? Aber gibt es da nicht irgendwie, dass man sagt, ich bin jetzt nicht so, dass ich mich dieser einen Gruppe anschließe, aber ich möchte Teil der gesamten Fanszene sein? Also das heißt wirklich, zum Beispiel in Dortmund gibt es dieses schöne, du hast ja klar die Ultras, die halt alle ihre kleinen Gruppierungen haben, aber dann gibt es einmal Südtribüne Dortmund, also sprich die Identifikation mit der Fanszene, ohne dass du Teil einer Gruppe bist. Das wäre ja doch zum Beispiel sowas, was
und vielleicht auch ein bisschen mehr Emotionalität und Bindung für diese neuen jungen Leute geben könnte, oder meinst du nicht? Also ich glaube, jeder findet seinen Sockel, wo er sich hinstellen oder hinsetzen oder mit dabei sein will. Ne? Also ich meine, du gehst ja nicht blind durch die Welt, und wenn ich das Stadion betrete, weiß ich, wo die Stimmung ist. Wenn ich ein bisschen ruhiger haben will, weiß ich, dass ich da vielleicht da nicht hingehen will. Wenn ich mich setzen will und nicht so viel Geld habe, gehe ich dahin. Wenn ich ein bisschen mehr Geld habe und ich mein Prosecco trinken will, dann setze ich mich dahin. Also ich glaube, den Weg kann man immer selbst finden, ne? Und ich glaube, es findet sich ja auch, und dann bildet sich ja auch eine Gruppendynamik, und du lernst die Leute nach und nach kennen. Ich weiß nicht, ob so ein Dachverband wichtig ist. Für was soll er gut sein? Für den ersten Schritt, dass ich weiß, wo ich hingehen soll, und danach brauche ich sie auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, für was es gut sein soll, ne? Und jeder Fanclub hat so seine 50 Leute, die bei ihm sowieso immer mitfahren. Also braucht er auch kein Dachverband, da eben noch 5 Leute einschweißt. Ein guter Treffpunkt ist das Fanmuseum, wo man immer Leute kennenlernen kann vor den Spielen. Und ich glaube, du bist immer gut damit bewaffnet, wenn du selbst durchs Leben gehst und dir dein eigenes Bild machst und dir keine Strukturen oder Informationen von irgendwo herholen musst. Also was jetzt so ein Vereinsleben ausmacht. Wenn du jetzt, wenn dich jetzt ein 18-jähriger junger Typ fragt, möchte näher in die Szene rankommen oder näher an, also nicht in die Szene Offenbach, sondern näher an die Fanszene. Ich möchte Kontakte schließen. Was würdest du den Menschen raten? Also du hast ja gerade eben schon angesprochen, vorm Spiel, Fanmuseum lernt man immer viele Leute kennen. Man kann dich ja auch einfach mal ansprechen. Ne? Definitiv, auch im Fanmuseum bin ich, da kann man mich auch ansprechen. Genau. Oder oben an der Eckkneipe, oder wenn die Rosi mal wieder aufmacht, dann auch bei der Rosi. Oder auch gerne im Block 2 kann man mich ansprechen. Aber da gibt es ja noch andere Leute, die man ansprechen kann. Das meine ich. Also was würdest du den Leuten raten? Auch der Kleemann ist bestimmt auch immer, er ist auch immer im Fanmuseum, den man auch ansprechen kann. Und man erkennt ihn ja auch. Er ist ja immer hoch weit oben im Block, auf einem schönen Sockel, den er sich da gebaut hat oder bauen lassen hat. Und da gibt es ja noch andere Leute. Ne? Auch ein Peter Rotschalk, der ja auch überall gut angesehen ist, den man ansprechen kann und der da auch immer ein Ohr für einen hat. Und da gibt es noch mehr, ne? Also ellenlose Menschen, die man da oben kennenlernen kann, die einem die Informationen geben, und dann kommt man der Sache ja immer näher. Und wenn man dann im Block 2 steht und richtig anfeuert, dann ist man ja schon mal Teil einer gewissen Dynamik, genau, und Masse. Ne? Das würde ich doch mal sagen. Ne? Und das soll die Grundvoraussetzung sein. Ja. Ich finde das interessant, weil wir haben bisher ganz andere Meinungen gehört. Also im Sinne von, doch, Verband wäre ja nicht schlecht, dass du mal die andere Seite vertrittst. Ja, ich will ja nicht mit dem großen Fluss mitlaufen. Ne? Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Diskussion, die uns die ganze Zeit so ein bisschen verfolgt. Also durch den ganzen Podcast durch gab es überall diesen Wunsch von allen, die jetzt dabei waren, dass die Szene ein bisschen mehr zusammenwächst. Das ist ja nicht auszuschließen. Ne? Okay. Das Zusammenwachsen, das ist natürlich eine schöne Sache, aber ich glaube nicht, dass es dazu einen Dachverband benötigt. Ich denke, wenn wir alle uns an die Nase greifen würden und nicht immer kritisch gegenüber dem anderen sind, sondern diese 90 Minuten ausnutzen, um für das eine da zu sein, für was wir eigentlich da sind, das heißt, diesen Verein zu supporten und zu unterstützen, dann ist das in meinen Augen völlig ausreichend, und es braucht nicht noch jemanden, der dann irgendwie dafür zuständig ist, zu sagen, so oder so. Also ist es nur meine Meinung. Das ist wichtig, dass du die bei uns sagst. Ja. Dafür sind wir ja heute hier. Wir haben aber nicht nur diese ernsten Themen heute vor, sondern wir wollen ja auch ein bisschen mal so aus deiner Vergangenheit sprechen. Das ist ja das, was ja viele immer so gefragt haben, was haben die Leute, so wie Mirko zum Beispiel, was haben die denn eigentlich mit den Kickers so erlebt? Und ich möchte dir einfach mal so die Bühne zur Verfügung stellen, sag mal so, dass du vielleicht so ein bisschen aus der Vergangenheit heute erzählst, über diese lustigen Geschichten, über die Kuriositäten, die man in 40 Jahren Kickers Offenbach als Fan erlebt? Doch, da gibt's so viel zu erzählen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll. Ne? Also so ein Fußballleben, man denkt immer, das ist 90 Minuten. Aber das ist nicht nur 90 Minuten. Alleine die 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden vor dem Spiel,
die 3 oder 4 oder 5 Stunden bei Siegen nach dem Spiel, die Fahrten zu Auswärtsspielen, egal ob mit Bus, mit Zug oder mit Auto oder mit dem Fußmarsch, und was da alles passiert drumherum, was da alles vielleicht vorher zu organisieren ist, das ist ja eine riesengroße zeitliche Einbuße, die du da miterlebst. Ne? Also so eine Auswärtsfahrt nach Dresden zum Beispiel, das ist ein Tag. Mhm. Wenn du morgens um 6 Uhr an der Buswendeschleife dich triffst und fährst dann los. Und am Frankfurter Kreuz ist der erste Kasten Bier schon leer. Ja? Und die ersten Offenbacher haben auch schon die Hose und in den Kniekehlen liegen und tanzen Bolognese-mäßig durch den Bus. Lieder von A bis Z, vielleicht auch ein bisschen sexistisch. Mhm. Jubel, Trubel, Heiterkeit, alles sehr schön und du freust dich, endlich anzukommen. Und aber es geht immer noch 5 Stunden. Es ist erst eine Stunde rum. Ne? Also man weiß überhaupt nicht, wie viel Alkohol man noch trinken kann, um auf dem Level zu bleiben oder auf dem Level überhaupt nicht irgendwann komplett vorm Spiel schon tot zu sein. Mhm. Wackerburghausen zum Beispiel ist einer der weitesten Auswärtsfahrten gewesen. Das ist also die österreichische Grenze. Da sind wir morgens um 4 oder 5 losgefahren, sind dann so 1 oder 2 Stunden vorm Spiel in Burghausen angekommen, sind dann dort in die Dorfkneipe, wie heißt das Wort, was ich suche? Eingekehrt, genau, eingekehrt habe ich gesucht. Es hat ein bisschen gedauert. Haben natürlich dann die elterlichen Bewohner schon dort drin gesessen und haben ihren Schafkopf gewürfelt oder Karten gespielt oder wie auch immer. Und wir junges Gemüse mit rot-weißen Farben auf dem Leib kommen da rein und bestellen erstmal Bier. Oder der eine oder andere bestellt ein dreckiges oder lieber mal ein Wasser, damit irgendwie wieder das Gehirn ein bisschen was zu Wasser bekommt. Du nicht komplett versackst in deinem Alkohol. Und dann werden da drinnen in dieser Vereinsdorfkneipe dann Lieder gesungen. Und die alten Herrschaften finden das so toll, dass sie uns dann hier Obstler ausgeben. Und du trinkst das und merkst, ich glaube, der Obstler, der war zu viel. Und dann gehst du erstmal aufs Klo und entleerst dich. Also rückwärts trinken meine ich damit. Und das geht dann weiter und du gehst dann in diesen kleinen Käfig hinein, der eigentlich nur für 150 Leute ausgelastet ist, sind aber 300 Leute mitgefahren. Also du bist da wirklich eingepfercht gewesen. Ich weiß das Spiel überhaupt nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Danach sind wir aber noch nicht nach Hause gefahren. Danach sind wir noch in die Dorfdisco und haben dann dort in der Dorfdisco noch weiter gefeiert und gesoffen. Am Ende hat dann die Dorfdisco ein paar Schäden gehabt, ein paar Barhocker weniger und keine Ahnung. Offenbach war halt zu Gast. Bisschen was kaputt gegangen und erst dann sind wir nach Hause gefahren. Aber auch da hast du dann noch keinen Schlaf gefunden, weil du halt immer noch mit Kickers Offenbach unterwegs bist und du weiter trinkst, bis du dann am nächsten Morgen um 3 Uhr morgens am VIP-Parkplatz ankommst und dir einfällt, dass du um 5.30 Uhr eigentlich auf die Arbeit musst. Ach du Scheiße. Das sind so Geschichten, die natürlich immer in Erinnerung bleiben. Mhm. Auch eine schöne Geschichte, die Fahrt nach Karlsruhe. Wann war das ungefähr? Oh, ich glaube 2006 müsste das gewesen sein. Der Mario von Inferno Rottgau hat einen Bus gemacht. Der Bus war auch echt voll. Ich habe ihn angerufen, hier Mario, ich brauche noch 15 Minuten länger. Ich sitze noch in der S-Bahn, ich komme gerade von der Arbeit, also ich war wirklich kaputt und habe auch wirklich Stress gehabt, das zu schaffen, aber ich bin dann noch dahin gekommen und bin in den Bus eingestiegen und dann stellt sich raus, dass das Radio nicht funktioniert, die Toilette nicht funktioniert, also mussten wir es uns irgendwie anders da schön machen, das heißt noch ein bisschen mehr trinken, damit man das alles irgendwie vergisst und deshalb hieß diese Busfahrt auch die Busfahrt nach Mario von Mario ohne Musik und Klo. Mhm. Und die haben mich dann alle so abgefüllt oder ich mich selbst so abgefüllt, dass sie mir dann auch während der Fahrt andauernd eingetrichtert haben, dass ich doch auf dieses Podest soll von Karlsruhe, was vor unserem Gästeblock steht als Vorsänger oder Anheizer oder Kapo. Mit dem Wort müssen wir uns mal irgendwann einigen, was wir uns da raussuchen. Mhm. Und bin da dort draufgegangen und das Ding, das hat so geschwankt, wenn ich da angefangen habe zu singen.
dass ich dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr innehalten konnte. Und ja, es ist dann wieder was rausgekommen, aber ich habe weiter supportet. Und wir haben, glaube ich, sogar 2-1 gewonnen. Ich bin mir nicht sicher. das ist ja richtig Einsatz dann in dem Moment. Das ist richtig Einsatz, ja, natürlich. Wie fühlt man sich denn, wenn man auch erhoben auf einem Podest steht und die ganzen Fans, die Mitgereisten sehen, wie man sich irgendwie da übergibt? Ist das mir völlig egal. Ja, also ich meine, der Alkohol hat deinen Kopf sowieso, das war mir völlig egal. Es war zweitrangig. Heute lachen wir immer über die Geschichte, Klar. Wenn wir die hören, ja. Aber es war mir egal. Ja, super. Wurscht. Völlig wurscht. Ja. Das große Kino ist ja, dass du weitermachst. Ne? Ja, jeder andere wäre nach Hause gegangen oder runter oder hätte sich hingelegt, aber der Mirko macht einfach weiter. Ne? Zum ersten Moment von der Lachnummer wirklich dann zum großen Respekt. Wahrscheinlich hast du beides gehabt. Ne? Guck mal den Vogel an, kotzt wegen 2 Bier vielleicht, ne? Aber danach ging es volles Rohr weiter. Sau gut, ey. Ja. Aber es gibt noch so endlos viele Geschichten, da weiß man überhaupt nicht, wo man alles anfangen soll. Also eine große Geschichte ist natürlich. Ich muss mal ganz kurz zurückspringen nochmal auf diese eine Geschichte. Ja, gerne. Wenn man ohne Klo nach Karlsruhe fährt, ist das dann so, dass man dann alle 5 Minuten anhalten muss, weil man ja umso mehr trinkt? Das sind nur alle 7 Minuten, aber ja. Der Busfahrer musste sehr oft anhalten, um Pinkelpause zu machen, ja. Weil das, was oben reinkommt, muss natürlich auch unten wieder raus, ja. Kam dir dann pünktlich wenigstens zum Spiel? Kann ich nicht sagen, aber ich glaube ja. Wahnsinn. Ja, also Karlsruhe ist auch nicht so weit. Klar, aber wenn man die ganze Zeit anhalten muss. Ja, aber es sind ja nur anderthalb Stunden oder 2 mit dem Bus, ist nicht so weit. Geht. Das ist sehr interessant. Und kein Musik im Bus war ja dann auch vollkommen egal, weil ihr habt ja dann für die Musik gesorgt. Wir haben für die Musik gesorgt. Also auch das komplette Lied gut rauf und runter. Ne? Alles. Und wie war dann der Bus auf der Rückfahrt? Still, kaputt, Ende oder ganz weiter? Ganz im Ernst, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das ist die richtige Antwort. Ich glaube, dass ich wirklich kaputt war nach den 90 Minuten Fußball dann und nach dem Podestgesinge. Also ich weiß es nicht mehr, wie die Busfahrt nach Hause war. Ja, was wollte ich sagen? Also eine ganz große Geschichte war natürlich auch das Aufstiegsjahr beziehungsweise die Aufstiegsspiele gegen 60, München, Norderstedt und Ulm. Da muss man sagen, dieses Bild, das ist echt in meinen Kopf eingebrannt, wenn so 15, 20 Reisebusse an der Raststelle Holledau sich zusammenrotten, noch 25 kleine Kleintransporter mit 9 Mannbussen und 50 oder hunderte von Autos, alles mit Offenbacher Kennzeichen und diese komplette Raststätte Holledau in Eigenbedarf nutzen. Alle anderen hatten keine Ahnung, was da passiert, gerade auf ihrem Rastplatz, aber wir haben das komplett eingenommen. Das heißt, jedes Restaurant, jede Toilette, jeder einarmige Bandit, jeder Spielautomat, jeder Greifarm, wo auf einmal keine Kuscheltiere mehr drin waren, weil die Scheibe eingeschlagen war. Und du fährst im Konvoi dann nach München hinein und du siehst nur Offenbach. Und du kommst dann dort an, ans Grünewalder Stadion, das ist schon geil gewesen. Also wenn du da in Doppelreihe mit den Bussen am Eingang stehst und diese große Kreuzung mit den Straßenbahnschienen, die danach auch für Aktionen gesorgt hatte nach dem Spiel, das sind auch so richtige Hauergeschichten, die du nie vergessen wirst. Ich glaube, das ist halt, wenn der OFC endlich mal wieder gegen so große Vereine spielen würde, dann käme das auch alles wieder. Ich glaube, dass das alles wiederkommen wird. Ist das denn so gewesen bei den Auswärtsfahrten zu den Großen, dass man das, dass man da mehr gemacht hat, als eben nur ins Stadion zu gehen? Habt ihr dann irgendwie noch euch vorher irgendwie verabredet in der Innenstadt oder sowas? Oder hinterher nochmal, du hast ja schon mal eben gesagt, in der Dorfkneipe, beziehungsweise in der Dorfdisco oder nochmal unterwegs gewesen. Ist es dann so, dass man sagt, man fährt nur zum Spielfeld wieder heim? Oder macht man dann zum Beispiel, dass man sich abspricht bei längeren Fahrten auch mal mit Übernachtung oder Ähnlichem? Gibt es da sowas? Das Einzigste, wo wir mal eine Übernachtung gemacht hatten, das war das Spiel bei St. Pauli. Mhm. Wo wir natürlich alle auf der Reeperbahn geblieben sind. Mhm. Übernachtung, glaube ich, haben wir alle gar nicht gehabt. Also auf St. Pauli kannst du, glaube ich, genug Spaß haben, ohne zu schlafen. Aber das ergibt sich, ne? Also ich denke, auch nach Rostock hat sich das auch so ergeben, dass du die Rostock-Fahrt auch dazu aufgenommen hast. Hast du gesagt, wir fahren einen Tag vorher und machen halt auf Hamburg, also St. Pauli, und fahren dann am nächsten Morgen nach Rostock runter. Das haben wir natürlich auch gemacht.
Oder wenn du natürlich in München spielst und das Oktoberfest wäre da, dann nimmt man das natürlich auch. Oder Stuttgart, Cannstatter Wasen, dann nimmt man das auch schon mal mit. Aber im Großen und Ganzen geht es halt wirklich darum, hinzufahren und danach nach Hause. Und je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist, vielleicht noch dann hier, wenn du zurück bist, in die eine oder andere Kneipe mit den Leuten. Wahnsinn. Wie hält man das eigentlich so aus, wenn man eigentlich, ich sag mal, in der dritten Liga unterwegs ist? Also gerade mal die Jüngeren, ne? Die kennen ja nur die vierte Liga und diese großen Stimmungen nicht. Wie hält man das eigentlich so aus, jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende da so Vollgas geben zu können? Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp? Nein, ich hab keinen Tipp. Ich weiß selbst nicht, wie man das machen kann. Ne? Also das kostet schon echt viel Kraft, viele körperliche Anstrengung und der Körper, glaube ich, wird mir das irgendwann zeigen, dass das nicht in Ordnung war, was du dem Körper da angetan hast, weil es wirklich anstrengend ist. Ne? Das hat ja wirklich was damit zu tun, dass du den ganzen Tag unterwegs bist und stehst vielleicht noch in irgendeinem Piststadion, wo es regnet und nass und du bist dann auf der Heimfahrt mit diesen klammen Klamotten und schüttest deinem Alkohol nur noch mehr Alkohol in den Kopf. Und ich glaube nicht, dass das gut ist. Und das geht ja nächste Woche dann gerade wieder so. Ne? Also und das über Jahre. Ich glaube, das ist nicht in Ordnung. Dann kann man doch sagen, dass diese 7 Jahre jetzt oder fast 8 in der Regionalliga für manche Leber gar nicht mal so schlecht war, oder? Ja, okay. Das heißt ja nicht, dass ich in der Regionalliga weniger Alkohol trinke. Ne? Also ich kann auch Alkohol nur nach Mannheim, Saarbrücken. Was für Vereine spielen wir denn noch? Kassel, da kann man auch trinken. Ja, klar. Vielleicht schneller trinken, ne, wie nach Dresden, aber es geht. Ja, klar. Es geht. Aber zurück zu deinen Geschichten. Wir haben jetzt, du hast erzählt von München. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Das heißt, man fährt dann da in dieses München rein und dann hat man doch genau dieses Gefühl, doch dieses Kollektiv, dieses Zusammenhalt, also jetzt Kollektiv wirklich als Gemeinschaft, dieses Zusammenhalten und gibt es das eigentlich, also heute in der Regionalliga erlebt man das ja eigentlich nicht mehr so. Vielleicht noch so ein bisschen bei diesem Mannheim-Spiel, was es da noch gab, dass man so geschlossen irgendwo langgelaufen ist. Aber ansonsten ist das ja eher verstreut, weil, ja. Ich denke, dass das, was damit zu tun hat, ist, wenn du jeden Tag Pflaumenkuchen isst, irgendwann hast du ihn satt. Man merkt das ja auch in den letzten 3 Mal, wo wir in Mannheim gespielt haben, der Fußmarsch, der ja keiner mehr war, weil wir ja abgeholt worden sind mit den Bussen und dann vor Stadion gefahren sind, das ist viel weniger geworden. Der Fußmarsch auf die andere Mainseite zum FSV ist auch viel, viel weniger geworden und überhaupt nicht mehr so brachial wie früher. Viel weniger gesungen, viele Gruppenspaltungen auch, dass die einen sagen, wir laufen weiter, wir machen keinen Halt oder also es wird alles weniger, aber das ist zeitgeschunden, denke ich mir und natürlich nicht nur zeitgeschunden, sondern auch, weil du es immer wieder machst. Du spielst immer wieder gegen dieselben Klickervereine und wenn sich das mal ändern würde endlich, dann wäre das auch was anderes. Ich glaube, so eine Auswärtsfahrt nach Siegen zum Beispiel ist nicht so interessant wie eine Auswärtsfahrt zu Hertha BSC Berlin zum Beispiel. Na, also ich glaube, wenn das einfach ein attraktiver Gegner ist und du anstatt mit 350 Mann irgendwo hinfährst, fährst du mit 2.500 Mann irgendwo hin, ist natürlich eine ganz andere. Gibt es zum Beispiel auch mit dieser großen Anzahl an Leuten, ich weiß nicht wann das war, war das 96, Borussia Fulda. Das war ein Spiel, was sie extra auf 10 Uhr morgens gesetzt haben, weil sie nicht wollten, dass viele Offenbacher dort hinfahren. Da haben sie sich aber ins eigene Fleisch geschnitten, weil ich glaube, es waren dann ungefähr 2.500 Offenbacher, die sich in so einen Zug gesetzt haben und nach Fulda gefahren sind. Wir sind dann dort angekommen und die Patriots haben ihre große Fahne ausgebreitet und sind über den Werbebanner gestiegen und sind dann zum Mittelpunkt gelaufen, haben dort die Fahne ausgebreitet und den Allah gemacht. So hat das auch früher in den 70ern der King gemacht. Und sind dann auf die beiden Torseiten gegangen, haben dort auch die Fahne ausgebreitet und haben dort den Allah gemacht und haben dann noch eine Ehrenrunde um die Aschenbahn gemacht. Es war ein schöner, lauer Tag. Die Sonne hat auch geschienen, also das heißt, die Fahne war eigentlich trocken. Dann sind wir am Borussia Fulda Block vorbeigelaufen und die Fahne war dretschnass. Also wir haben 10.000 Bierbecher abbekommen, keine Ahnung. Sind dann zu uns zurück zum Block, sind gefeiert worden für die Aktion, die wir gemacht haben. Und ein Borussia hat
gedacht, er könnte das auch machen, ist mit seiner Schwenkfahne bei uns vorbeigelaufen. Es hat keine 2 Sekunden gedauert, hat er am Boden gelegen und gezuckt, weil er von irgendeinem die Faust im Gesicht hatte. Also das gibt's natürlich dann auch. Ne? Aber das sind so Sachen, wenn man nicht mit Offenbach rechnet, Offenbach kann auch um 10 Uhr morgens irgendwo hinfahren. Mhm. Ja, wir sind ja sehr flexibel. Wir sind da total flexibel. Das ist kein Problem. Aber gerade diese langen Fahrten, gibt es da so besondere Fahrten, also bei den langen, die dir noch so im Gedächtnis sind, wo du sagst, das ist so ein Ereignis gewesen, das werde ich nie vergessen? Dresden. Dresden gehört natürlich da dazu. Das ist, glaube ich, eine 8-Stunden-Fahrt gewesen. Und auf der Autobahn Abfahrt nach Dresden rein, du siehst eigentlich das Stadion schon in der Ferne, aber es ist Stau. Es ist Berufsverkehr. Und du stehst im Stau und das Spiel fängt schon an. Und auf einmal bekommst du schon die erste Nachricht, 1-0 für Dresden, 2-0 für Dresden. Du stehst immer noch auf der Autobahn, bist vielleicht gerade mal 8,5 Meter weiter gerollt. Irgendwann bist du halt dann doch im Stadion angekommen. Ich glaube, es war direkt zum Anpfiff der zweiten Halbzeit. Und wir haben das Spiel, glaube ich, noch 4-2 gewonnen. Und dann haben wir probiert, natürlich auch dort in diesem Dresdner Stadion das UFTA zu machen. Mhm. Und das war das erste Mal in meinem Dasein, dass wir Offenbacher abbrechen mussten mit dem Liedsingen, weil das ganze Stadion mit Hartgeld auf uns geschmissen hat und so laut war, weil die das unterbinden wollten, dass wir dort unsere Party feiern. Aber das wird man auch nicht vergessen. Und natürlich die 8 Stunden nach Hause, die vergisst du auch nicht, weil es ist halt immer echt flüssig. Mhm. Also 16 Stunden Busfahrt für 90 Minuten oder für 45 Minuten Fußball. Da würde ein normaler Bürger sagen, das ist ganz schön. Du hast einen Schlag. Genau. Ja. Das können nur, glaube ich, richtige Fußballfans nachvollziehen. Ja, das kannst du auch nur nachvollziehen, wenn du das wirklich fühlst. Mhm. Jeder andere hält dich für total bescheuert. Ne? Also ich meine, du regst dich auf, wenn du eine halbe Stunde im Europapark stehst, du musst an der Wildwasserbahn warten und wir fahren 16 Stunden für 45 Minuten lang Fußball. Mhm. Das ist schon, das stimmt. Wir Fußballfans sind schon alle. Wir sind kaputt, ja. diese Dresdenfahrt, wann war das ungefähr? Oh, frag mich. War das eher 90er? War das Anfang? Nee, 2006, 2007 okay. Kann das sein. War das schon im neuen Stadion? Das hat neu ausgesehen, ja. Das heißt also wirklich schon, also diese brachiale Dresdner Fangewalt hat dann quasi das UFTA verhindert, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, das UFTA verhindert, ja. Das war das erste Mal, dass wir kein UFTA machen konnten. Es wurde einfach totgesungen von den Dresdnern. Und wir haben, glaube ich, das ganze Kleingeld aufgesammelt, was die Kasse gut gefüllt hat auf dem Heimweg. Das Bier war umsonst. Danke, Dresden. Aber auch interessantes Erlebnis, wenn der Gegner dich ja quasi stumm singt, ne? Wenn da so eine Macht dahinter ist. Ja, aber gibt es auch andere Beispiele, Hansa Rostock, Pokalspiel, das legendäre Pokalspiel oder wollen wir eher sagen das legendäre Sieger-Pokalspiel. Im wahrsten Sinn des Wortes. Wahnsinn, also da haben dann nennen die Subtras, die aus Rostock, genau, die haben wir totgesungen, die haben uns ja eigentlich gehasst. Weil wir haben ja, glaube ich, 2 Wochen vorher das erste Punktspiel dort gehabt. Mhm. Und wir haben dann natürlich wie immer so ein paar Lieder gesungen und haben auch darunter Ihr seid scheiße wie die SGE gesungen. Mhm. Aber die haben verstanden, ihr seid scheiße wie die SED. Ah. Und das war natürlich für die das gefundene Fressen, dass die uns gehasst haben bis aufs Blut. Genau, für die Jüngeren unter uns, SED war ja die Partei der DDR. Ja. Rostock natürlich als ehemaliger DDR-Ostclub, also quasi auch schon so eine richtige Ost-West-Geschichte, die man jetzt... Sowieso, und wenn die natürlich sowas noch hören, das ist natürlich schön Öl ins Feuer gegossen, klar. Obwohl wir es gar nicht gemacht haben, aber die haben das halt so verstanden. Mhm. Und dann hat das ist natürlich unvergesslich, was wir da für eine Chose abgerissen haben. Ne? Also dass der Ramovic eine rote Karte, also unser Torwart, damaliger Torwart, vom Platz musste, obwohl er überhaupt nichts gemacht hat, im Gegenteil. Unsere Jungs waren nie irgendwo. Nee, es war aber Tatsache, ich habe es gestern extra nochmal im Fanmuseum geguckt. Mhm. Also der Söber, der Torwart, hat unserem Torwart eine Kopfnuss gegeben. Mhm. Der Schiedsrichter hat es aber anders gesehen. Also das hieß, der Ramovic musste vom Feld und da wir schon ausgewechselt haben, musste ein Spieler ins Tor. Mhm. Und das war Stefan Sieger. Mhm. Und wir haben das Spiel gewonnen. Mhm. Also das heißt, wir sind ins Viertelfinale vom DFB-Pokal gezogen mit einem Spieler als Torwart.
Aber das Wichtige daran ist ja, dass er nicht nur einfach da 10 Minuten oder 5 Minuten gestanden hat, sondern er hat ja auch richtig als Torwart agiert. Ne? Er hat agiert, ja. Das war sogar Elfmeterschießen. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass er da gestanden hat, das gab es ja schon öfter, sondern man ist über die Verlängerung ins Elfmeterschießen gegangen. Genau, so sieht das aus. Und deswegen ist das Spiel so ganz besonders, weil Kickers Offenbach hat dieses Spiel gewonnen, obwohl ein Feldspiel im Tor gestanden hat. Ja, legendär. Was war auf der Tribüne da? Ach, das kannst du dir nicht vorstellen, was da abging. Also ich meine, da kriege ich Gänsehaut. Kriege ich jetzt wirklich Gänsehaut. Du kannst das ja überhaupt nicht verarbeiten. Du bist eigentlich schon weg. Mhm. Du denkst, okay, jetzt hast du total verschissen. Das machst du nicht. Ja. Und dann mit dieser ganzen Stimmung davor, mit dieser SED-Geschichte, diesem Hass, was Rostock gegenüber uns gehabt hat. Und wir konnten denen einfach den Finger zeigen. Wir alle haben schön den Mittelfinger rausgehalten und gesagt, was ist los mit euch? Also die Heimfahrt war natürlich, danke, sehr schön. Sehr schön. Das ist ja Wahnsinn. Das sind tolle Geschichten. Das sind wirklich Geschichten, die du auch nie vergessen wirst. Und du kannst aber auch immer wieder drüber reden, weil sie so schön sind. Mhm. Also die werden nie müde, diese Geschichten, weil sie einfach so schön sind. Du hast noch was angesprochen wegen St. Pauli in unserem Vorgespräch. St. Pauli, ja. St. Pauli war eine wirklich ganz tolle Fahrt. Ich habe mich vorher mit 4 oder 5 Leuten bei Monis Treff, das war eine schöne Kneipe früher in Biber gegenüber vom Osternplatz. Da haben wir uns um 8 oder um 10 Uhr abends getroffen und haben noch eine Runde gepokert und sind dann um 3.50 Uhr Richtung Hauptbahnhof auf der anderen Mainseite gefahren, um dort in den Zug zu steigen, der uns nach Hamburg fährt. Sind dann um 10.50 Uhr ungefähr in Hamburg angekommen, sind in dem Hotel eingecheckt, das wir uns gebucht haben und sind schnurstracks zum Treffpunkt der Offenbacher Fanszene, das heißt zum goldenen Handschuh. Also jeder Offenbacher, glaube ich, war schon mal, wenn er mit dem OFC zu tun hat, schon mal im goldenen Handschuh. Ist ein Begriff, sieht man ja auch ständig in den TV-Spots, was der goldene Handschuh ist, also einer der oder die älteste Kneipe auf St. Pauli. Sie ist auch wirklich so alt und sie riecht auch so alt, aber es ist einfach zum Wohlfühlen. Dort haben wir uns alle getroffen. Ich denke, so 400-500 Offenbacher haben den Weg dorthin gefunden. Die anderen haben sich woanders getroffen, sind woanders dahin gefahren, aber wir haben die ersten 2 Stunden dort verbracht und schönes Astra getrunken, sind dann zum Stadion in Spalier gelaufen mit der Polizei. Haben das Spiel gespielt. Ich glaube, wir haben verloren 2-1, ich bin mir nicht sicher. Aber nach dem Spiel haben wir uns wieder alle im goldenen Handschuh getroffen. Und die ganze Situation ist dann so weit ausgeufert, dass dann irgendwann sich die komplette Straßenkinderszene von der Reeperbahn und Linksorientierten sich zusammengerottet haben und wollten auf uns losgehen. Das heißt, wir am goldenen Handschuh, die Polizei vor uns, hinter der Polizei hunderte von anderen Menschen, die uns an den Kragen wollten. Und das war eine riesengroße Show. Ne? Wenn du auf der großen Freiheit oder beziehungsweise auf der Reeperbahn Offenbach so vertreten kannst, dass dich eigentlich alle hassen. Das war schön, das war toll. Wir haben danach noch viel Spaß gehabt in den Appartements, in den Laufhäusern, in den Tanzlokalen. War schön. Schön. Ja. Ein anderes Bild und das genießt man ja dann auch, ne? Wenn es dann nicht nur um 90 Minuten Fußball geht, sondern danach noch was anderes passiert. Aber genau diese Ereignisse, die man ja dann so hat, also sprich neben dem Platz, ne, die dienen ja auch dazu, als Gruppe zusammenzuwachsen. Das fehlt uns ja eigentlich so die letzten 7 Jahre, oder? Naja, ich meine, wenn man in Gießen oder in Frankfurt spielt, dann kannst du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto dahin fahren und fährst danach wieder nach Hause. Ne? Also so eine große Fahrt verbindet, also zumindest die 50 Mann, die im Bus sitzen oder vielleicht auch mal wieder die 400-500, die nach Mannheim fahren oder nach Darmstadt, auch wenn das dann nur ein kurzer Weg ist. Aber da findest du dich zusammen. Aber auch da bist du ja eigentlich in deiner 5er, 10er, 20er Gruppe. Ja. Also ich weiß nicht, ob sich irgendwas ändert, weil du hältst dich immer in deinem Rahmen auf. Also egal, wo du spielst oder wie auch immer, es geht einfach nur um Masse. Jetzt fahren diese obligatorischen 3, 4, 6, 800 Leute auswärts. Aber ich, ja natürlich, aber ich möchte
doch einfach mal ganz klar sagen, wenn wir jetzt nach St. Pauli fahren würden, nach Hamburg, und ich würde hören, dass ihr jetzt zum Beispiel auf die Reeperbahn geht, würde ich sehr wahrscheinlich auch auf die Reeperbahn gehen. Wenn ich jetzt hören würde, dass ihr in Spielberg in die Kneipe zum Dorfkrug gehen würdet, würde ich sagen, ich glaube, das schenke ich mir. Also das meine ich ja damit. Also ne? Ist es doch der Gegner. Das ist und nicht der Gegner. Und nicht die Szene oder nicht die Fans, es ist der Gegner, der das Ganze interessant macht. Ja, weil wie gesagt, wenn wir es vielleicht einmal in Spielberg wären, wäre das das andere, aber wenn man, oder beziehungsweise jetzt in den ganzen anderen Dörfern. Genau. Aber wenn man da die ganze Zeit ist, wo auch 8 oder 9 oder 10 Jahre hintereinander machst, ja, das ist halt echt langweilig. Irgendwann. Das ist echt Wahnsinn. Und dann schenkst du es dir halt auch, ne? Weil dann sagst du dir, oh, weißt du was, ich bleib lieber zu Hause oder ich mach irgendwas anderes. Weil du hast ja auch dort keine Gegner, ne? Also ich meine, selbst bei diesen Heimspielen oder bei deinem Auswärtsspiel bist du ja meistens trotzdem in der Überzahl. Nicht nur meistens, ich glaube in der aktuellen Liga-Konstellation, der wir uns gerade befinden. Ja, es gibt ja eigentlich keinen mehr. Vielleicht Elversberg, die zu Hause noch mehr haben, wie wir mitbringen, aber sonst. Das glaube ich auch noch nicht mal mit Elversberg, aber das will ich jetzt auch gar nicht so beurteilen. Glaube ich, sind wir immer mehr. Genau. Und das ist ja dann, ja okay, das brauche ich nicht. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber ja, zurück zu den Geschichten. Darüber können wir uns ja lange jetzt unterhalten, aber zurück zu den Geschichten. Das ist ja das, was die Leute hören wollen. Das heißt, wir haben jetzt über Hamburg gesprochen, also sprich auch, da ging es dann eigentlich dann auch heiß her? Ja, das gab vielleicht, ein paar Flaschen sind geflogen, aber die Polizei hat das echt unter Kontrolle gehabt, ja. Okay. Also ist nichts passiert. Also, okay. Weil meine Frage wäre natürlich, die Kneipe ist ja so alt, musste die danach renoviert werden? Nein, okay. Das ist alles so geblieben. Ist auch nichts kaputt gegangen. Man macht ja sein Zuhause nicht kaputt. Ah ja, das stimmt. Ja, aber Geschichten, das ist immer schwierig, jetzt irgendwas rauszupulen. Ne? Da müsste irgendeine Frage kommen, kannst du mir darüber irgendwas erzählen? Oder wenn ich jetzt irgendwas rauspool, Paderborn zum Beispiel, ich glaube Paderborn war das. Das war auch eine ganz interessante Geschichte. Vater ist wie immer, brauche ich nicht wieder zu erzählen. Wir sind dort angekommen und der Ordnungsdienst hat es irgendwie für nötig gehalten, jeden einzelnen Offenbacher zu beten, nicht nur sich abtasten zu lassen, sondern bitte auch die Schuhe auszuziehen. Ja. Am Anfang haben wir gesagt, machen wir nicht, was willst denn du von mir? Also haben wir erstmal das blockiert, aber da wir dann doch den OFC sehen wollten, haben wir dann halt doch die Schuhe ausgezogen, ob da irgendwas versteckt war oder nicht. Mhm. Und sind dann in den Block gegangen und ich habe gesagt, ich muss aus dieser ganzen Chose, muss ich doch irgendwas robben. Und habe mir dann die Schuhe wieder im Block ausgezogen, habe sie nach oben gehalten, habe dann klatschend mit den Schuhen barfuß in Paderborn, wir haben gute Laune. Also entstehen halt auch aus solchen Geschichten, die dir passieren, wandelst du so um und machst daraus was Komisches. Ne? Mhm. Ja, das wahrscheinlich gibt es noch 100.000 andere Sachen, aber... Hast du schon mal überlegt, darüber ein Buch zu schreiben? Oh, nee. Nee, habe ich wirklich nicht. Überhaupt nicht. Aber vielleicht solltest du das mal tun. Weil genau das ist es doch, was unsere Fanszene ausmacht. Denn ich sage jetzt einfach mal, das ist ja das Besondere. Diese Erlebnisse, die man hatte, die einen so begeistert haben, als Fan weiterzugeben an die nächste Generation, um diese zu motivieren, das Gleiche wiederzuerleben und neue Geschichten zu schreiben. Vielleicht wäre das ja mal was. Ja, vielleicht wäre das was, ja. Aber ich bin, glaube ich, nicht der Schreiber. Also wenn, dann bräuchte ich jemanden, der das macht. Dann sollten wir das im Audioformat hier machen. Und ich erzähle dann nur und der andere gibt es in Wort und Schrift dann nieder. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen ausschmücken, damit es ein bisschen interessant wird, ja. Aber genau das, glaube ich, sollten wir vielleicht mal tun. Ja. Diese Geschichten sind ja, wie gesagt, genau das, was ja dieses Salz in der Suppe ist im Fußball. Ne? Ja, definitiv. Und es ist ja auch so, dass es wirklich total viele Geschichten gibt. Und wahrscheinlich kann nicht nur ich sie erzählen, sondern auch 10.000 andere Leute, die auch die Geschichten erlebt haben oder Geschichten erzählen können, weil ich irgendwo war, wo die gerade nicht waren oder die waren irgendwo, wo ich gerade nicht war und haben natürlich was komplett anderes erlebt. Was war denn eigentlich so die für dich die schönste Zeit? Also in den ganzen 40 Jahren? Schon die 90er. Mhm. Schon die 90er Jahren, weil da wirklich viel passiert ist. So der schwarze Freitag, Augsburg, 0-5 verloren, obwohl du 10-5 gewinnen hättest müssen. Mhm. Die Aktion mit Bernd Kraminger
unser Spieler irgendein Fan, der über den Zaun klettern wollte und sich über das Spiel aufregen wollte. Und der Bernd Kraminger gibt ihn einfach mit einem Schlag Volley einer und der liegt da und zuckt und das Spiel geht trotzdem weiter. Das 7:1 zu Hause gegen Gladbach, was du verloren hast. Und das waren 45 Minuten trotzdem, dass du 7:1 verloren hast. Zwei rote Karten. Zwei rote Karten. Bossé, glaube ich, war auch dabei. Ja. Ne, unsere, er hat, glaube ich, sogar noch einen Stinkefinger gezeigt. Ich weiß nicht, was er alles gemacht hat. Aber das sind alles so 100.000 Geschichten. Bad Vilbel zum Beispiel 93, 3:3. Holztribüne ist für die Leute, die das jetzt hören und dabei waren, ein Begriff. Das ist eine Magic-Tribüne, nur so 5 oder 6 Stufen Holz, aber das schallt halt richtig geil. Es war richtig scheiß Wetter, der Blitz hat eingeschlagen und du hast nur ein 3:3 gemacht, aber es war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ganz kurz, also ich wiederhole nochmal, das heißt, ihr steht auf der Tribüne, es regnet. Es hat richtig geschüttet. Es war schwarz, schwarze Nacht und der Blitz hat in das Spielfeld eingeschlagen. Während die Spieler auf dem Spielfeld standen? Genau, dann wurde das Spiel abgebrochen für eine Zeit lang, bis dieses Gewitter aufhört und dann wieder angepfiffen und das Spiel ist dann 3:3 ausgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die Kickers haben da gestanden und weiter supportet. Wir haben natürlich weiter supportet, weil es hat sich so schön angehört unter dem hallenden Dach. Ja? Nicht mal das schlechte Wetter kann uns vertragen. Nee, auch Bad Vilbel war auch, glaube ich, 2 Jahre vorher, war recht früh, glaube ich, 89 oder 91 sind wir dort mit einer Gruppe hingefahren mit 15 Mann, haben irgendeinen Einkaufsladen bekehrt, haben uns da noch ein bisschen Alkohol geholt und am Ausgang hat so eine große Wanne gestanden mit Pumpguns, so Plastik-Pumpguns. Mhm. Und jeder hat beim Rausgehen einfach da reingegriffen, hat eine mitgenommen. Dann haben wir da reingepinkelt alle und haben auf den kompletten Weg von diesem Einkaufsladen zum Stadion alle Autos mit diesen Wasserpistolen vollgespritzt. Ach, und das war heißes Scheiße. Wetter. Die Leute haben sich gefreut, aber wenn die wüssten, was da drinnen gewesen war. Ja. Das sind die schönen Fußballgeschichten. Junge waren wir da. Wir waren noch jung. Aber okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder einkriegen. Progress Frankfurt zum Beispiel auch. Also es war eine jugoslawische Mannschaft in Frankfurt. Okay. Ich habe davon vorher noch nie gehört. Wir sind auf jeden Fall dorthin gefahren. Da haben wir dann eine Liga mit denen gespielt? Ja, ja. Das war in einer Liga, ja. Das war also Oberliga-Zeiten, ne? Mhm. Also auch die 90er. Mhm. Und das Spiel hat stattgefunden. Und das war ein sehr aufreibendes Spiel. Also die Spieler waren auch sehr aggressiv. Die wenigen Fans von denen, die da waren, waren auch durch ihre Mentalität her nicht abgeneigt, dass da vielleicht was gehen könnte oder wie auch immer. Wir haben die Spieler natürlich aufs Übelste beschimpft, weil die wirklich sehr aggressiv agiert haben gegen unsere. Und das Spiel ist abgepfiffen. Und dann sind wir über diesen Wellenbrecher, das war nicht nur eine Werbebande, das war wirklich nur ein Sportplatz. Mhm. Ja, wir wollten schon auf die Spieler losgehen. Mhm. Ja, und auf einmal zieht einer von diesen Spielern in seine Sporthose und zieht da eine Knarre raus. Und da hast du gedacht, was ist denn das? Das war wirklich nur ein ganz kurzer Moment, wo du alle gesagt haben, was ist denn hier los? Hat er jetzt 90 Minuten lang oder ist er ausgewechselt worden? Hat er so, ich habe keine Ahnung mehr. Ist er die ganze Zeit mit dieser Knarre in dieser Sporthose rumgelaufen oder Wahnsinn. Was? Ja. Er hat gehört, also, Offenbach kommt. Ja, genau. Also absoluter Wahnsinn. Rot-Weiß-Walldorf. Aber mal ganz kurz. Das ist ja das, was ich in der ersten Halbzeit gesagt habe. Die 90er, die waren schon kurios. Ne? Ja, die 90er waren kurios. Also A, bist du ja, also Kickers Offenbach hat hier nun mal einen Namen gehabt. Mhm. Ne? Wir waren nun mal Bundesliga, Pokal der Pokalsieger oder wie du es auch immer nennen magst. Mhm. Kickers Offenbach hat immer einen Namen gehabt. Und natürlich, wenn es gesagt worden ist, Kickers Offenbach kommt, kniet nieder, ihr Bauern Offenbach ist da. Mhm. Das ist natürlich schon eine Hausnummer gewesen. Ne? Also die haben immer alle Respekt, Angst oder oh, was kommt da heute auf uns zu? Und waren auch wieder froh, wenn wir wahrscheinlich alle weg waren. Mhm. Ja, das ist, ich glaube auch, dass diese 90er, das ist so besonders gewesen, dass diese ganze moderne Fußball und so weiter, das, was ja heute passiert, ja ein Resultat ja dessen ist. Weil ich glaube, da ist es so ein bisschen auf die Spitze getrieben worden, ist auch von den Fans. Ja, ne? Man sieht es ja in England, ne? Das war ja nicht anders da. Die haben halt den Weg gefunden damit, dass sie ihre Eintrittspreise so arg in die Höhe schießen, damit sich das
Normalbürgerliche gar nicht mehr leisten können, genau, und die halt nur noch diese Leute da haben, die mit Pappschalen klatschend auf der Tribüne sitzen. Ne? Dann darfst du nicht aufstehen, du darfst nur den Alkohol am Platz trinken, ja, wenn überhaupt Alkohol da. Und damit ist das halt richtig runtergemacht worden, der englische Fußball. Auch wenn ich sagen muss, trotzdem, wenn du die Stimmung hörst in England, ist es schon mit Gänsehaut versehen. Ja, ich finde das schon nicht schlecht, ne, was die da so singen und machen und supporten. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Ja, kann ja jeder sehen, wie er will. Genau, ich habe eine andere Ansicht da. Dessen, ich bin froh, dass ich in Deutschland geboren wurde und den deutschen Fußball erlebe, ich weil auch. Ich glaube, dass wir in Deutschland immer noch so mit das Maß aller Dinge sind, was das angeht, also was die Fankultur und so weiter noch angeht. Ah, ich weiß nicht, also ich glaube, das finde ich ja so ein bisschen verachtlicher, um wieder vielleicht da so einen Weg hinzufinden, wo wir immer hinkommen werden, wenn wir über Offenbach reden. In den deutschen Nachrichten wird das verpönt mit Bengalos und Rauchbomben und Trubelheiterkeit. Aber guckst du dann, Ranissimo wird als Werbeeinblender Inter Mailand mit FC Turin, mit Bengalos und wie auch immer. Das ist doch Friede, das ist doch Freude, das ist Leidenschaft. Somit wird das echauffiert und wird hochgehoben und bei uns ist es Kriminalität. Ja, stimmt, klar. Dennoch ist die Fanszene bzw. auch das Erlebnis Fußball, glaube ich, in Deutschland ein sehr, sehr besonderes. Also wenn man das jetzt zum Beispiel in England vergleicht, da hat man ja gerade in der ersten Liga, in der Premier League, den Fans wirklich durch eben die teuren Eintrittsgelder, durch das Abschaffen der Stehplätze und so weiter, die Identität zum Teil genommen, dass sie ihre eigenen Vereine gegründet haben, wie den FC United of Manchester. Ja. Während in Deutschland, man muss ja sagen, mit den Worten von Uli Hoeneß, wir nehmen den VIP-Leuten die Cola aus der Tasche, damit wir weiterhin euch die Stehplätze bieten können und trotzdem international mithalten. Also das ist, glaube ich, immer noch in Deutschland was Besonderes. Und vor allem, jetzt will ich wieder diese Brücke schlagen zu Kickers Offenbach. Vor allem bei uns nochmal besonders, weil unsere Fans die beste Sicht haben. Ne? Also ich meine, Stehplatz auf der Gegengraden. Wir sind der einzigste Verein, der das hat. Das ist, glaube ich, auch nochmal was ganz, ganz, ganz und Besonderes. Und für wenig Geld den besten Platz. Genau. Ja. Das ist schon... glaube ich, auch etwas, was wir nicht unterschätzen dürfen, was der Verein da für uns getan hat. Ne? Definitiv. Da müssen wir immer wieder dankbar sein dafür, ne? Dass wir wirklich diese Plätze haben. Hast du noch eine Geschichte, die du uns noch zum Besten geben möchtest? Wahrscheinlich tausende. Wahrscheinlich noch so viele. Weißt du, was wir mal machen? Wir machen mal eine Runde mit so zwei, drei Jungs von dir. Lass uns mal vielleicht an einen Tisch setzen und dann... Mit zwei, drei Jungs von mir. Also mit zwei, drei Jungs aus deinem Freundeskreis. Ja. Dass wir vielleicht einfach mal so ein schönes Kneipengespräch aufnehmen. Ja. Und dann eben genau, ich halte mich einfach mal raus und ihr erzählt mal. Ja, ich glaube, da gibt es wirklich total viel. Das ist immer schwierig in so einem Podcast. Ja, es ist wirklich schwer, weil du hast so viel im Kopf, aber du weißt nicht, ist das vielleicht interessant oder ist es nicht interessant? Also du hättest lieber so, oh, kannst du mal erzählen, ich habe mal irgendwas gehört bei Rot-Weiß-Walldorf, da war doch mal irgendwas. Ja. Und dann kannst du sagen, ja, da kann ich dir was erzählen von Rot-Weiß-Walldorf, ne? Oder. Aber genau das machen wir doch mal. Dann setzen wir uns mal wirklich an einen Tisch mit den Jungs, die damals dabei waren, dann könnt ihr euch mal unterhalten und wir haben einfach die Mikrofone dabei. Ja, das können wir machen. Wenn es noch zwei gibt, die darauf Bock haben, ja. Ah, da findet sich bestimmt der ein oder andere. Aber genau, wir kommen ja so langsam zum Ende, aber ich möchte noch am Abschluss so dir halt noch ein, zwei Fragen stellen, die mir so auf der Seele brennen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, abgesehen davon, dass wir natürlich irgendwann mal aufsteigen, davon reden wir ja schon immer, ich glaube, seitdem es Offenbach gibt, dass wir endlich aufsteigen wollen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, so was in 5, 10 Jahren, wie auch immer, mit der Fanszene passiert. Gibt es etwas, sagst du, es soll so bleiben, wie es ist? Soll es wieder mehr Oldschool werden? Soll es sich komplett ändern? Gibt es da irgendwas, was dir so auf der Seele brennt? Ja, aus der jetzigen Sicht kann man einfach nur hoffen, dass es überhaupt weitergeht. Dann natürlich, was du schon gesagt hast, der Wunsch, dass wir endlich aufsteigen, das ist, glaube ich, der erste Wunsch. Und ich glaube, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, da werden sich alle anderen Wünsche, die bei uns in den Hinterköpfen sind, auch von, das ist ein Selbstläufer. Also die Stimmung wird anders da, die Stimmung wird lauter, die Stimmung wird dadurch besser. Aber ich hoffe, dass die Leute, die jetzt da hochgehen, immer noch da bleiben werden. Also damit wünsche ich jedem auf jeden Fall schon mal Gesundheit auf diesem Wege. Natürlich, dass noch mehr Leute den Weg zum OFC finden, weil es einfach ein super toller Verein ist,
wenn du erstmal in der Fanszene drin bist, ist es auch echt familiär. Man hat sämtliche Leute um sich rum, die man vielleicht gedacht hätte, dass man mit denen kein Gesprächsthema finden würde, aber mit Zusammenhang mit Offenbach ist man dann doch ein Herz und eine Seele. Und ich denke einfach, dass sich mit einem Wunsch, das heißt der Aufstieg, alle anderen Wünsche und Ziele, die dahinter stecken, von selbst ergeben werden. Wirst du weiterhin so aktiv in der Fanszene, also im Sinne von fahren und dabei sein? Also ich muss sagen, dass es auswärts natürlich weniger geworden ist. Mhm. Ja, weil ich einfach schon überall war und weil ich dann meine Zeit vielleicht auch andersweitig ausnutzen möchte. Ich werde immer bei Heimspielen dabei sein, wenn ich darf oder wenn wir können. Ansonsten gucke ich mir dann halt beim Fanmuseum an oder zu Hause über den Kickers TV-Kanal. Auch da schon mal danke, dass der Verein uns das da ermöglicht, dass wir da live dabei sein können. Aber ich werde natürlich immer beim UFC im Herzen tragen, werde immer da sein. Wenn wir aufsteigen, wirst du dann wieder öfter auswärts fahren wollen? Ja, natürlich. Andere Städte, andere Vereine, da bin ich auch wieder auswärts dabei. Was ist Kickers Offenbach für dich? Heimat, Familie, Liebe. Alles, was eigentlich einen Menschen ausmacht, oder? Alles ist für mich meine Herzensangelegenheit. Wenn du zurückgehen könntest in deine Zeit als Kickers-Fan, gäbe es irgendetwas, was du anders machen würdest? Auf keinen Fall. Ich würde es niemals missen wollen, was ich erreichen durfte. Niemals. Oder was ich geben durfte und was ich empfangen durfte. Weil ich habe ja wirklich schöne Momente auch da oben erlebt. Mit Jubel, Trubel, Heiterkeit. Dann, ja, ist ein sehr schöner Moment, glaube ich, um einfach mal vielen, vielen Dank zu sagen. Ja, ich habe zu danken. Es ist für mich eine ganz, ganz große Ehre gewesen, mit dir über all diese Dinge zu sprechen. Wahrscheinlich hat sich das jetzt alles im Podcast anders entwickelt, als wir uns das eigentlich vielleicht am Anfang vorgestellt haben. Das weiß ich nicht. Aber ja, tatsächlich. Also es war wirklich ein schöner Einblick. Ein schöner Einblick in dein Leben, auch in deine Geschichten. Und vor allem, wie gesagt, noch einmal, das kann ich nicht so oft sagen, du bist einer der Gründe, warum ich Kickers-Fan geworden bin. Ich finde, das ist das, was Kickers ausmacht. Dass wir eben nicht sind wie alle anderen, sondern dieses Besondere. Und ich sage vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Die letzten Worte wie immer, nur der OFC. Nur der OFC, Ausrufezeichen. Genau, Ausrufezeichen, ganz wichtig, niemals zu vergessen. Ja. Und ich wünsche euch viel Spaß, eine schöne Woche und bis ganz bald. Bleibt gesund, meine Freunde.